Boni, du bist schon wieder on point. Du Saboteur. Kommen Sie mal bitte alle hier. Schauen Sie in das Licht. Jetzt macht's ihn da doof. Er ist gleich tot. War er nicht. Jetzt sind doch irgendwie Stück. Ey, das ist doch alles klar. Danke. Nächsten Diener, der mitdenken tut. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir in den Kabinen. Vielleicht diesmal ohne Probleme, ich hoffe, für euch und für mich. Haha. So, Essen ist fertig. Ein kleinen Gambo-Eintopf und ein paar Spaghetti, alle drinne. So. Was ist denn, war das hier? Also, ich hatte nämlich hier auch Probleme. Ich konnte teilweise hier diese Pilze ja nicht rausnehmen. Die waren hier unten und da haben sie sich festgebackt gehabt. Aber irgendwann haben sie den losgelassen. Dann lag es vielleicht daran. Es ist möglich. Ich schließe heute hier ja nichts aus. So, dann schmeiße ich das hier erstmal alle drin, wa? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Sag mal, ich hab da hier... Genau, ich hab nämlich das Eisen schon reingeschmissen, hab das aber noch nicht angesteckt. Darauf, dass die Madame bald kommt, wa? Die dürfte nämlich auch bald wieder kommen, ne? So, was ist jetzt hier los? Ach so, kein Holz. Alter, ich hab kein Holz. Das ist ja schon ewig nie mehr passiert. Ich meinen Kalender schreiben. So, dann mache ich da die... Den kann ich auch verkaufen. Aber was ist denn hier jetzt? Sind die schon... Die sind fertig. Yes. Weil, wie gesagt, ich muss ja auch noch ein Beet für den Mais machen. Rezept. Ich hätte gerne Mais. Samen. Ganze 3 Stück. Wow! Junge, nee! Ich kann jetzt erleben wie Krösus. Und Kartoffeln brauche ich. Ab jetzt müssen wir das Fett aufheben. Also, nichts mehr mit wegschmeißen. Ein Brutzeln ist es nämlich jetzt wichtig. Bräuchte, was wichtig ist, ist auch eine Schaufel. Ihr nehmt das mir nicht übel, dass ich euren Platz ein bisschen hier zweckentfremde, oder? Ihr seid Knorke damit, oder? Ja, Nico. Nicht denn. Könnte eng werden. Aber dann würde Fleisch auf dem Tisch stehen. So, warte mal, ich mach mal hier so. Dann werde ich hier alles. Also, wir werden demnächst sehr, sehr viel Jammelfleisch sammeln müssen. Es ist ein sehr, sehr großes Feld. Ich sehe schon, ich gehe in eine Gastronomie. Ah nee, das ist ja verkaufen. Also, bewirtschaften. Ich gehe in eine Gärtnerei. Also. Ich wollte gerade sagen, die sehen doch auch anders aus. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses System scheiße finde? Dass ich das damals hier mit der Hook besser fand? Es war irgendwie cooler. Das ist jetzt alles so... Ah. Warum sollte ich einen Blumenpott bauen, wenn ich einfach hier so eine Furche reinziehen kann? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Gut, wir können uns 20 Stunden hier drüber weiter... nicht weiter diskutieren, bringt aber auch nichts, ne? Naja, vielleicht wegen Maulwürfe oder so, dass sie nicht von der Seite rinkommen. Pass auf, fügen sie noch ein, Alter, denn... Schließ sie mit einem Hammer. Boing, boing, boing. Aha. Na, toller Zaun. Schöne Scheiße. Der Zaun muss weg. Der Zaun muss weg. 3 lebende Schweine. Oder ist es jetzt bloß hier wegen den Pfosten? Es ist wegen den Pfosten. Na, sowas. Was für ein Pfosten.
Dann kann ich mir meinen Eintopf bald machen. Ich fand das gut, dass sie hier so zack, bums, ringezogen, eine Furche und dann war gut gewesen. Nee, jetzt muss er so. Jetzt ist doch alles Murks. Oder was sagt ihr dazu? Ah, siehst du? Findet auch kacke. Ja, das einzige Dumme ist, das wird irgendwann mal einkrachen. Weil ich muss nämlich die Pfosten wegmachen. Sonst kann ich da nie bis an der Kante ranpflanzen. Logischerweise, weil wie gesagt, auch die Pfosten nehmen eben Block ein. Roni? So? Aber ich werde bis vorne hin durchziehen. Haha. So, da ist ja noch ein bisschen grüner Mais. Den werden wir uns jetzt noch schnell klauen. Dass ich den dann eventuell nur einpflanzen kann. Und dann machen wir die Quest. Da war ja was. Die habe ich ja ernst vergessen. Die schlafen ja nur. Die sind ja wieder da. Hui. Halten sich da raus. Das ist eine Sache zwischen mir und ihm. Es war eine Sache zwischen mir und ihm. Ich glaube, das hat keiner mitgekriegt. Ist auch leise, so ein Schrotze. Fast lautlos. Könnte man den Anschein haben. So, grün. Grün. Vielleicht, wie gesagt, wenn man nur eh zwei Stücken ja ein bisschen Mais machen kann. Und damit können wir uns eine gute Suppe machen. Das ist die Suppe. Da. Und ich übersehe. Und ich. Hallo, ihr seid grün. Und ich habe ich auch übersehen. Jetzt mache ich mir aber Sorgen. Alter, wenn man überlegen tut, wie viele Mais man damals hatte, war und jetzt so. Hast du mal ein bisschen Mais? Naja, das wird sich aber bald ändern. Bald wird es sprießen. Ja, was soll's. Zeig doch. Oh ja. Die mag es hoch. Hart, aber herzlich. Was, wo? Du flunkerst doch schon, Villa. Was mache ich denn eigentlich jetzt hier schon wieder drin? Ich wollte eigentlich bloß den Garten zeigen und dann wollte ich mit euch los. Besten. Naja, gut. Ein bisschen kann man ruhig hier mal rumschlawinern. Muss nie immer so zack, 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 zack sein. Hey, Mutschin. Sei vorsichtig, du könntest runterfallen. Ich hab's dir gesagt. Du kannst nicht sagen, dass ich dich nie gewarnt hätte. Hätte Fahrradkette. Siehst du? Und deswegen bin ich hierher gekommen. Wo immer denn weg? Ich habe ja noch diesen Genmais. Der muss natürlich darin, wa? Hab ich schon. Hab ich doch schon. Na gut. Na gut, dann gehen wir mal nach Hause und dann, nee, erstmal mal den Mais aufstellen und dann gehen wir nach Hause und dann, Alter, 10 Uhr. Jetzt zieh mal einen Finger. So, und da ist er wieder. Fertig zum Abrücken und zum Entzücken. So, Droni, komm mit. Mit Benzin habe ich diesmal bei. Gut, dann los. Droni, komm. Komm. Öl machst du das. How may I assist you? Nein, du, ich hab die Tür angefasst. Schwierig. Okay. Okay, okay, okay. Gut, Karre. Und los geht es. Gut, dass ich das Eisen einschmelze. Ich wollte daraus Spikes machen für die nächste Horde. Naja. Man muss ihm halt erstmal auf den Arsch fallen, um zu wachsen. So, da ist er wieder. Ziel erreicht. Alter, wenn du hier die Hinterhöfe durchpesen tust, Alter, da machen sie aber auch Alträume auf. So, warte mal, ich pack hier unten wieder. An die Schaden. Uni, bist du bereit? Der tut wohl nicht. Der muss erstmal was trinken. Wäre auch nicht, dass er aus der Latschen kippt.
Oh, die Spaghetti, die durfte ich nicht verbrauchen. Also, die Nudeln. So rum. Brauche ich ja für meine Spaghetti. So. Seid ihr bereit? Jetzt sieht es gleich. Ihn auf der 12. Ach, Elanis. Ja, falsch Kniff ausgewählt. Broni, du bist schon wieder on point. Du Saboteur. Das ist nicht so gut, was du da machst. Übrigens, das ist das, wo wir, sagen wir mal so, ein bisschen mehr Munition hätten gebrauchen können. Das ist nicht oben auf dem Dach. Das Massaker. War gut, wenn ich genug Munition noch habe und so. Das ist halt ja kein Problem. Vielleicht krieg ich ja noch ein oder zwei Kügelchen. Ist ja alles möglich. Seien Sie da ruhig da draußen. Naja, gut. Brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Mal kicken, vielleicht. Schaffe ich ja diesmal ein paar Bücher mitzunehmen. Wer weiß? Ich bin da auch noch offen. Also noch. Ich hab da was gehört. Incoming enemies, prepare for conflict. Jojo, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bin ja nicht taub. Also ja, wie du gegenpolterst. Dann kicken wir mal oben nach. Boah, Alter, Drohnen. Alter, jedes Mal aufs Neue. Oh. Der ist verwirrt. Ich muss das ausnutzen. Oh. Mit denen habe ich nicht gerechnet. War sowas von ja nicht. Naja, gut. Ich hab die ein bisschen zusammengefaltet. Na und nu? Kann sich ein bisschen anstrengen. Warte mal, ich werd mal die Munition so gut wie geht versuchen für oben, ne? Dann bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Apropos funktionieren. Funktioniert denn, dann hab ich mein Zeug alles. Naja, ist so gut. Die Allianz. Also. Ach so. Ja. Yes. Echt jetzt? Bist denn darauf gekommen? Gut, jetzt hast du die anderen auch noch. Okay, der Bike, ja. Oh nee. Ich habe jetzt gerade in diesem Moment habe ich nicht damit gerechnet. War gerade ein bisschen woanders. So, Kaffee, ja, ich weiß. Schande, ich schäme mich jetzt ja schon. Aber ich will ja auch noch ein bisschen was unterwegs looten. So ist der Plan. Könnt ihr mal bitte da rauskommen? Ich bin immer noch nicht darin. So, Alter Mädel! Du bist eine Terroristin. Gib mir zu. So. Die Villa hier an dieser Ecke?
Nee, Jans. Das ist mir ja, ich mach das jetzt mal auf und dann verleiht darin. Das ist schwierig, aber. I've got a bad feeling about this. Ich weiß. Gut, jetzt kann die Alte aber bis nach oben kommen. Alter, ist da ein Rabatz draußen? Achso, hier muss ich ja hin. Hier muss ich ja nach oben. Kommen Sie mal bitte alle hier. Schauen Sie in das Licht. Was ich für Sie zubereitet habe. Hat er gerade eine Rolle gemacht? Der ist doch voll von der Rolle, ich sage euch. Ja, wir müssen noch eine höher. Und genau just diesen Moment juckt mir meine Nase. Das ist alle kein Problem. Ich sehe nämlich den Kopf gerade. Er hat es überlebt? Ist jetzt maximal doof. Er ist gleich tot, aber war er nicht. Bums. Bums. Bitte nicht im falschen Hals kriegen. Was schwierig ist. Ja, ich weiß doch, Mädel. Es reicht, wenn du sagst, du, da ist noch, könntest mal bitte, sei mal ein bisschen vorsichtig. Ja, du musst noch nach Hause. Also, keine Ahnung. Hallo, sie hat sich nie angemeldet. Ganz normale Vorgehen. Nee, im Schreibtisch. Was ist denn hier los? Ach, ich verstehe. Das machen sie sich bestimmt in der Schuhe drin, dass sie nicht einschlafen oder so. Sorry, tut mir leid. Oh, mein Inventar ist ja schon mal voll. Wie ist denn das passiert? Noch vorsichtig. Wollen wir die Schuhe weg? Das kann weg. Wird bestimmt schon drin. Na, Sigi, habe ich das schon drin. Ist voll? Ist auch voll. Nee, ist nicht voll. Ja, doch, ist doch voll. Naja, gut. Dann ist das wohl so. Naja. Bin schon gespannt, wenn wir nachher runterkommen und die ganzen Zombies kommen uns entgegen. Könnte raus werden. So. Einstecken. Rausnehmen. Was nehmen Sie sich da raus? Ja, raus, meinte ich. Aber hey. Wie gesagt. Rutzenmudi habe ich ja nur 1-2 Schuss. I've got a bad feeling about this. Und die zieht ja auch ab und zu mal durch, ne? Richtig hin, Junge. Mach's dir nicht so schwer. Toni? Müssen wir echt nochmal darüber reden? Jetzt guckst du, wa? Du mit deinen großen Augen. Ich wünsche, ich hätte sie dir nicht gegeben. Kann dir einfach nicht böse sein. Hier aber schon! Boah, Alter, Toni! Und schon wieder! Ich glaube, die nimmt sie in Schutz. Die ist ein Pazifist. Auch gegen Zombies. Habe ich so das Gefühl. Also, ganz normal ist das nicht. Alter, wenn ich mich jetzt umdrehe und du schießt mir gerade den Weg, Droni, dann müssen wir. Hast du mal Schwein gehabt? Ich habe gedacht, du hast mich gerade weggedrängt. Also, war nicht cool. Oh, ich hab einen Kratzer. Toni, bis hin. Husten.
Oh. So. Dann machen wir mal hier weiter. Ja, ja. Nicht fragen. Das ist alles so, wie es ist. So, haben wir. Wie gesagt, was richtig geil wäre, wäre Munition. Aber hey. Alle gut. Er hat Ausdauer da unten, war aber richtig. Hallo, Ballo. Das ist aber. Ja. Nüchtern. Ist ja nüchtern. Oh. Akku. Oh. Eva kann sie hier schon mal nicht hinterherkommen. Nee, sag mal jetzt so. Einfach mal so. Wir wissen, dass von da und von da kommen. Nee, das ist das falsche Spiel. Die falsche Quest. My senses have picked up something. Ja, ja. Ich hab nur eins wie Sekündchen Zeit. Lasse mir. Das brauche ich eigentlich nicht. Weißt du. Ich hab so Gefühl, die sind schon durch. Na gut, hier können sie nicht durch sein. Irgendwo werden sie schon durch sein. Wo muss ich denn hier durch? Ja, durch das große, große Loch. So, dann werden wir mal die Ferale holen. Man kennt es. Die Pappenheimer. Bin weg. War aber nicht der Einzige. So, ui, 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 das sind aber viele, viele, viele Zombies. Aber eine sehr, sehr gute Schrutze zieht da mal schon durch, ne? Oh. Bitte haben. What? Master, ich hab's. Ja, ja, ich hab's gerade klappern gehört und hab dich gesehen, Junge. Ich hätte schon wieder fast geschossen. Oh, ich komme von aus. Ach so, von hier. Gut, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Eigentlich? Nö. Ich bin nie runter. Tut mir sorry. Auch wenn ich die Munition hier brauchen könnte. Aber nö. Man muss es nie übertreiben. Jetzt sind sie aber oben, ne? Hm, doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass die da durch sind. So, warte mal, kann ich den? So. Mal freilegen und dann zack. Ja, okay, gut. War ein Versuch wert. Komm gleich. Jupp. Bumse. Hihi. Wo sind sie? Ich komm jetzt da durch. Warum? Wieso denn? Hä? Naja, gut, sie versuchen das, aber so richtig schaffen sie es nicht. Ich glaube, ich muss danach helfen, aber dann fallen die da runter und dann da auch scheiße. Wo kloppen die denn das auf? Sind die jetzt vor mir? Sind die links oder rechts? Ja, halt so. Wo
Obwohl, ich muss da so oder so lang. Muss ja hier irgendwo ein Weg, siehst du, außen rum gehen. Wir sind ja auch hier irgendwo lang gekommen. Tut mir leid. Den habe ich jetzt nicht erwischt. Halt mal fest, den Zombie müssen wir uns noch holen unten. Ach, daran kann ich mich auch erinnern. Sprungpassage und so. An das kann ich mich auch erinnern. Scheißen Dreck. Jedes Mal dasselbe. Oh, sie ist weg. Drei Madame ist weg. Ich hab auch kein Holz hier. Heißt, ich muss Holz mitnehmen. Der Baum. Der wird mir gute Dienste erweisen. Was mit dem Sprung, das hatten wir doch letztes Mal schon gehabt. Warum? Ja, wo kommst denn du her? Ich frage jetzt ja nie. So, da bin ich auch wieder. Ich ziehe erreicht. Schon mal ein paar Blöcke gebaut. Wie gesagt. Eigentlich ist das dumm. Ich weiß doch, was passiert. Wir waren doch hier schon. Ich bin doch hier schon ein, zwei Mal runtergeknallt. Muss doch nie noch ein zweites Mal sein. So. Mach ich das ganz entspannt. So, rinnen. Ja, komm raus. Immer noch. Ich bin totaler Fan von meiner Schrotze. Die mag die. Naja, ich weiß. Die Lastung, Kacke, Scheißen, Dreck, Mist, eine Minute. 20 Minuten. Eine Minute, schön wert. Dann würde ich das absitzen mit einer Arschbacke. So. Wird erstmal gleich eine Feralhorde ankommen. Richtig schön mit Schmackes. Muss ja hier gewesen sein. Ach ne, hier sind ja die normalen Zombies, aber da hinten müsste es sein. Master, we are not alone. Oh jo. Und die Saufenbilla. Da sind sie, die Rotnasen. Die ist immer noch nicht wartet auf sich. Normal ist es nicht. Alkoholisierte Zombies. Wo gibt denn hier so was in 7 Days? Siehst du doch. So. Aber wie gesagt, also munitionstechnischerweise, wenn ich mal kurz gucke, 300 haben wir noch. Ja. Also fast 400. Also wir haben ja 400 so rum. So, wir müssen mal bloß noch ein bisschen oben hinkommen und dann ist es gut. Alles ja, kein Problem. Was, wo? Links, rechts? Ich hab doch da gerade... Ich hab doch da reingeschossen. Du hast doch schon vorher rauskommen müssen, du alter Kdena. Kaka. Du. Kaka, du. Kaka, die. Und gleich bist du... Die Geschichte. Du alter Stiefel. Der stinken tut. Ihr kennt nicht... ihr könnt nicht... Ich hab Munition. Ihr ja nicht. Deswegen seid ihr des Todes und ich nicht. Mann, was ist denn los? Schaffst du nicht mehr? Er betet. Er weiß, was ihm bevorsteht. Runter mit seiner Rübe! Ja, du, ich weiß. Ich hab gewartet. So, wo sind sie denn? Da ist oben. Kena? Ist Kena? Was ist denn hier los? Immer noch das Gefühl, dass da irgendwann mal Zombies rausstürmen. In dem Moment, wenn du nicht daran denken tust. Zack, Bums! Sind sie da.
Da. Ist er ja nicht. Nicht denn wenigstens ein paar Zombies hier? Sie ist schon wieder da. Hat ihn die vorhin da unten gekillt gehabt? Blöde Kuh. Sie ist ein Störenfried. Und hat er schon. Ich schieß dir die Beine weg und in den Popis. Trotz wahnsinniger Geschwindigkeit sind sie des Todes. Was ist denn jetzt lang? Jetzt so den Weg? Ist da oben lang. Da, pam, pam, param, pam, pam. Du Spiel, die sind schon tot. Achso, doch nicht. Jetzt sind sie. Jetzt. Spiel, jetzt. Jetzt? Geht doch. Naja, noch nie so ernst. Nie so schlimm. Na, geht doch. So, jetzt kommen wir da zu den Feralen. Warum treffe ich nicht? Sie ist untreffbar. Unübertreffbar, meinte ich. Haha. Warte, keine Munition. Danke, dass sie. Die hat ja wirklich gewartet. Nett. Kannst du nicht dazu sagen? Also. Hier ist nichts. Ah ja, richtig. Die hat ja. Die hat gewartet. Das ist die falsche Munition, Spiel. Aber hey. Guter Versuch. So. Pirane. Ich mag euch alle. Ja, letztes Mal waren hier Pirane. Ohne Ende. Ja, ich weiß. Die sind direkt vor mir. Wäre dann, wenn du mir jetzt sagen würdest, wenn die 20.000 Kilometer entfernt sind. Okay, das wäre auch scheiße. Und? Ready for duty. Nein. Also im Gebäude, ich weiß nicht, ob da Droni so gut ist. Aber eigentlich schon, weil wegen Heilen und so, aber mal so. Wenn sie im Weg stehen, tut stets im Weg. Hier habe ich gewartet. Jetzt sind doch eins wie Stück. Aber ja, kein Problem. Wenn sie so langsam laufen. Ich glaube, hatte ich nochmal Schwein gehabt. Aber so richtig Schwein. Also so richtig mit Grunz-Grunz. Apropos Grunz-Grunz, war da nie auch noch was da? Siehst du? Ich hab euch nicht vergessen. Diesmal nicht, Junge. So nicht. Ist es nun wo Uno? Und Nummer 2. Und natürlich ist es jetzt wieder ein Stück höher. Naja, gut. Warum mache ich das? Konnte ich dann wenigstens das Fleisch retten? Ja. Achso, und das Fett muss ich auch retten. Oh, du Fett. Noch ein. Ihr Fett. Hm? Mehr Fett. Wie jetzt? Ja. Es ihr habt ihn Fett? Ja, Leckfett. Das ist ja komisch. So, warte mal, ich muss mal kurz hier meine Schrotze reparieren. Die ist zwar gut, aber repariert sie noch besser. Master, we are not alone. Ich weiß, ich will den Dicken erstmal bekannt.
help you with that injury. Oh, danke. Warte mal. Steig denn doch auf die Munition erstmal um. Habe ich die doch unterschätzt? Aber ganz gewaltig. Du kleiner Kacke, ich habe gedacht, ich krieg dich schneller weg. Dann wären die anderen nie das Problem gewesen, habe ich mir gedacht. Aber hätte ich gedacht. So, jetzt mache ich das doch so. So doch eins wie Plätzchen. Zimt oder Mais? Maisplätzchen? Gut, ja. Ist das jetzt richtig rum oder ist das verkehrt rum? Ist das verkehrt rum? So, was krieg ich hier? Ein Knüppel. Oh, Jammelfleisch. Hab ich ja vorhin weggeschmissen. Aber jetzt schon die ganze drei Stück. Hat in die Hölle kommen. Nimmst du Jammelfleisch? Nee, aber eine schreiende Alte. Na gut. Aufwärts. Auf ich. Ja, aber beinahe nach abwärts gegangen. Also nicht aufwärts, sondern das Gegenteil. Aha. So. Was ist das? Ich hasse das wie die Pest. Was, wo? So ganz leise von hinten. Der hat sich nie getraut. Hm. Rot? Rot? Hier ist nichts. Geht nach draußen. So, jetzt geht es los. Versuchen wir mal ganz normal. Den Kotzer jetzt hier wach zu machen. Das wäre schon ein bisschen doof. Dann machen wir lieber so. Kriegen vielleicht noch mal ein bisschen Munition. Oh, Knorke. Oder oh, ist denn da nicht? Nee, das wollte ich gerade sagen. Da war noch letztes Mal der eine oder andere Vogel. Was zeigt denn damit? Eine Bierchen. Kannst du machen. So, warte mal. Dann mache ich das Glas weg. Trinken. Oh. Aber einer fehlt noch. Geht doch genau um Decke. Ja, wie fies ist denn das da? Was sind meine Pfeile? Meine Bolzen sind weg. Die Sau hat meine Bolzen verschluckt. Was wo? Achso, um die Ecke. Uni, so ob der hier bei mir bist. Ja, okay, bist du ja. Oh, das ist genau die Etage. Jetzt muss ich ganz genau aufpassen, wo das Zeug ist. Da ist es. Wie komme ich denn da rein? Muss ja hier einen Weg geben. Da komme ich gleich rein. Mal will er hier durch die Tür durch. Hier ein bisschen zu eng. Was war denn das? Ach, das ist ein Kopf. Ich habe aus Versehen einen Kopf hier. Einen Kopf. Ja, einen Kopf habe ich auch getroffen, aber einen Kopf. Weißt du was? Achso. Achso, ist nicht mein Problem jetzt erstmal. Mir erstmal um was anderes kümmern hier. Ja, gut, komm. Die Kartoffeln muss ich aufheben, wie gesagt. Brauche die Kartoffel. Ohne die Kartoffel kann ich nicht leben. Ach, jetzt habe ich gleich weggeschmissen, wa? Wäre sehr, sehr clever von mir gewesen.
So. Geheilt. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz hier ran. Hab dich. Also, dich haben wir schon mal. Jetzt müssen wir bloß noch hier die Hyopais killen. Aha. So. Erwischt. So, er hat seine eigene Werkbank gehabt. Geht aber nach unten. Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Ich glaube, es ist Zeit zum Verschwinden. Nee, das kann nicht sein. So. Na gut, dann würde ich mal sagen, es geht nach oben und dann ist ja Eisendrecke gleich angesagt. Man kennt es ja. Ja, ja, ist auch gut. Ja, noch nie ganz. Was soll denn das da? Ich verballer hier wertvolle Munition, Spiel. Immer noch nicht. Machen wir so. Geht doch. Musste erst rabiat werden. Oh, Alter, wie gesagt. 1-2 Zombies. Jetzt kommen wir an. Oh, Alter, die Performance. Ich hab doch nachgeladen gehabt. Ey, das ist doch alles da. Danke. Wenigstens einer, der mitdenken tut. So. Lass mir doch mal durch. Boah, ey, das ist so ein... Hallo. Ich wollte bloß ein bisschen Lebensenergie. Ist gar kein Problem. Gut. Ist immer noch ein Rot gewesen. Ja, du, ich weiß. Das ist eine Lösung, die nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe. So, ein Vogel ist jetzt hier drin. Wo ist denn der? Ich sehe den nicht. Wo sind die? Die sind alle oben. In Freien. Da oben. Oh, der ist schon mal weg. Oh, der ist weg. Der ist weg. Der ist jetzt weg. Hier noch. Alter, und dann hast du diese Performance. Das ist... Gut, ich hab mich aber auch schön in die Ecke verfrachtet. Ja gut, das ist jetzt mal los. Aber zum Glück war die auch ein bisschen vorhin da. Also, wir gehen so ein bisschen nach unten. Das wäre sonst ganz schön schief gelaufen. Alter, haben die uns einen geschwungen. Und ich stehe da in der Ecke. Wie so ein kleines Schulkind. Dankeschön. Ja, danke. So, das heißt, ich muss jetzt bloß noch irgendwie mir den Loot einkralle.
Und dann den Zombie finden. Der da unten irgendwo ist. Da muss ich an den Schreimerdamm vorbei. Oh. Sollte machbar sein, oder? Halt mal fest. Mit genug Munition ist das machbar. Ich hab doch die Triche. Och nö, jetzt muss ich mir hier durchfliegen. Oder gibt es hier nicht irgendwie einen Schalter? Das muss doch irgendwas geben, dass er schnell rankommt. Danke. Stellt sie mich aber unter Strom. Muss doch irgendwie... Ach, da. Da riecht doch. 4 Minuten noch. Dann ist mein Bein geheilt. Also ganz, ganz hier schmeidig, Kabin. Und wie gesagt, also wenn ich jetzt hier mal kurz hier... 32 FPS... Ey, das ist ein Witz, ist das da. Und hier, wie gesagt, das sind hier nicht irgendwie 2 Zombies gewesen. Ey, das... kommt Freude auf, das kann ich euch schon mal sagen, also. So, da bin ich wieder. Alle soweit in der Tasche, was ich mitnehmen wollte. So, jetzt müssen wir 15 Meter wieder runter, weil, Zombie unten. Oh, ich habe ja noch ein bisschen Munition. Schreibmadam ist ja auch noch irgendwo da unten. Kann interessant werden. Könnten Sie sich mal ein bisschen beeilen? Wo habe ich denn da ihn übersehen? Ich habe doch alle weggemacht. Hätte ich eigentlich gedacht. I've got a bad feeling about this. Gut, hat sich erledigt. Also. Jetzt. Ey, wir haben es geschafft. Und ich lebe noch. Und ich habe so ja noch Munition übrig. Was ist denn hier los? So, jetzt muss ich erstmal den Weg finden, den Olle voluminös genommen hat. Oh, Alter, das hier ruckelt. Hört doch mal auf damit. Alter, das kann's ja... Und schlimm ist das da. Noch schlimmer ist... Ist jetzt nie... Ach so, und da lang. Da lang. Hier geht das auch nicht lang. Geht das ganz schön weit runter. Kann ich denn irgendwie hier... Nö, nee, abkürzen kann ich auch nicht. Also könnte ich. Das mache ich hoch. Oh, das war ein bisschen zu schnell, aber ich hab's geschafft. Seht ihr, Brezel, bin unten. Ohne mir die Haxen zu brechen. Aber dafür krieg ich ihn auf den Sack. Und so ein Schlumpf. Gut, jetzt haben wir Party. Ja, ja, ich weiß. Noch eine. Naja, dann wird die gleich richtig lustig hier. Noch eine. Zu spät. Na toll. Und da ist noch... Nee, eine fehlt noch. Eine habe ich neu gehört. Eine ist noch am Rumgrölen. Jo, ich hab's mitgekriegt. Lass mir mal ein paar Sekunden Zeit, Junge. Renn nicht so schnell. Du könntest stolpern. Du könntest dich verletzen. Ich hab's hinter mir. Erstmal die Luft hier rauslassen. Was, wo denn? Reicht es? Ich will doch bloß nach Hause. Wo ist meine Karre? Da 3 Schreimadamen habe ich angelockt. Lustig. Lustig. Tralalalala. Bald ist der Kabin da. Ja, ja. Na gut. Dann bringt mal schnell die Quest weg, wa? 800 Meter, das schaffen wir ein Dicke. Haben die unsere Karre umgeschoben? Sieht so aus, wa? Los! So, da bin ich auch wieder. Na, dann nehmen wir mal schnell die Quest ab. Ich hoffe, dass das diesmal funktioniert. Moment mal. Nicht, dass ich schon wieder rumseppe und
Funktioniert deswegen nicht. Schön Eintopf wegpacken. So, dann die Quest abgeben. Ich hoffe, dass das noch funktioniert. Und dann sehen wir uns morgen wieder. So, eine Sniper. Naja, gut, die haben wir aber schon. Und zwar so, ja, viele besser. Aber das ist nicht so schlimm. Die trägt die auch gleich wieder an. Der Dynamit kann es auch haben. Die Handschuhe. Na gut, nehmen wir gleich mal für morgen die nächste Quest an. Und wie seid ihr? Ey, nicht schon wieder. Es reicht, wenn wir zweimal sowas hatten. Skycrapper 1. Der hat ja nur Skycrapper, wa? Yep. Na gut, Leute. Ich werde das hier erstmal ein bisschen bereinigen und dann kicken wir weiter, wa? Machen wir morgen weiter. Also bis dann, ich bin raus. Tschüss.